Und damit ganz herzlich willkommen, ihr Lieben, zu die Sims 4, die Castaway Challenge. Und Shaniqua ist unter größten Mühen und Anstrengungen von ihrem abgestürzten Flugzeug, die 3 Meter hier rüber geschwommen hat, um ihr Leben gekämpft, ist geschwommen wie der wilde Wahnsinn und ist jetzt hier, ja, sicher gelandet, mein Schatz. Na, guckst du noch, lächelst du, ne? Lange nicht mehr. Wir sollten gar nicht lange schnacken, Shaniqua. Du möchtest ja hier wieder weg, ne? Oh, da springen die Fische, Shaniqua. Cool. Du möchtest ja hier weg. So, dann würde ich sagen, wir gucken uns gleich mal hier die Flora an. Da kannst du dann mal schön... Ja, sie ist eine Einzelgängerin, ich weiß. Hier, da kannst du hier mal schön... Ach so, du bewässerst jetzt alle. Ach, Shaniqua. Das finde ich aber nett von dir. Da muss ich ja gar nicht suchen. Dann suchst du ja selber. So, dann geht es hier noch nach da. Ja, das war der Zitronenbaum. Der lächelt auch noch, fragt sich nur, wie lange. Ja, Kind. Ach so, das Ding auch, genau. Kochbananen. Wieso sieht denn der hier so komisch aus? Shaniqua, was ist denn hier mit diesem Baum? Was ist denn hier los, Kind? Okay, anscheinend nichts. Der glüht, Shaniqua. Die Simfrucht glüht. So, bist du schon fertig da oder was? Hier war nicht so viel hier, ne? Ja, können wir gar nichts mehr machen. Okay, dann würde ich aber vorschlagen, Kind, dass du direkt mal hier jetzt angeln gehst. Damit wir hier auch auf jeden Fall irgendwas zu essen für dich finden. Das wäre ja gar nicht mal so schlecht, ne? So, ja, sie hat die Angelfähigkeit erworben. Das ist schön. Sie hatte die Angel noch gar nicht in der Hand. Aber alleine, dass sie ans Angeln gedacht hat, hat sie schon gleich 3 Punkte mitgemacht. Ja, fang aber bitte auch was, ne? Algen und so ein Zeug können wir nicht essen. Guck mal, da sind voll die fetten Fische. Shaniqua. Na? Und? Beißt da was an? Also Gärtnern, Angeln und Geschicklichkeit. Die 3 Fähigkeiten müssen wir erstmal auf Stufe 5 kriegen. Und zwar alle 3. Damit wir das erste Objekt angespült bekommen. Nichts gefangen? Alter, mach keinen Scheiß hier. Angel weiter. So, diese besagten Objekte übrigens, das hatte ich vergessen zu erwähnen, habe ich schon vorbereitet. Die sind hier in diesem Haushaltsinventar oder wie das heißt. Also jetzt hier nicht in ihrer Kiste. Ihre Kiste hier ist leer, sondern im Baumodus. Willkommen in der Nachbarschaft. Ja, wo seid ihr denn? Ach, ich habe auch einen Briefkasten, sehe ich gerade. Ach, ist ja witzig. Ich habe keine Ahnung. Ach, hier. Ach Gott. Ach nee. Ach, der hat Gourmet-Obstkuchen. Wer bist du denn? Niemand? Du bist niemand? Hast du keinen Namen, mein Freund? Doch. Manuel Hilgers. Der Manuel hat Obstkuchen. Oh, heb den mal auf, wenn wir hier von der Insel runterkommen, mein Freund. Dann wird die Shaniqua bei dir vorbeikommen. So, was? Klappt nicht da hinten? Oder was ist da los, Shaniqua? Ach komm, einen Fisch bitte. Das wird doch möglich sein. Wir möchten doch irgendwas Schönes essen heute. Oder, na, Hunger hast du ja anscheinend noch nicht, ne? Ach, ich muss mich erstmal hier wieder zurechtfinden. Wo sind wir denn? Ach, hier. Ja, okay. Nee, nee, noch hat sie keinen Hunger, aber der wird kommen, Shaniqua. Da sollten wir vorbereitet sein. Was? Das Begrüßungskomitee bleibt jetzt 4 Stunden da stehen, oder wie? 4 Stunden, 10 Minuten. Naja, dann, wie war dein Name? Manuel. Ja, Manuel, dann bleib du da mal stehen. Aber guck mal, sie arbeitet schon hier an ihrem ersten Skillpunkt. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Ja komm, einen Fisch bitte. Oh, alles klar, das machst du gleich nochmal. Den Punkt machen wir voll, ne? Ich meine, wenn du nichts fängst, dann brauche ich dich ja auch nicht zum Essen schicken, weil wir haben ja nichts zu essen. Dann kannst du hier auch fröhlich weiter angeln, Kind. Spule ich dich gleich mal ein bisschen vor. Vielleicht angelst du schneller was dann. Vielleicht aber auch gar nichts. Ja, ja, ja. Na, und? Ich glaube, wir sind hier nicht erwünscht. Ja, tut mir leid, ihr Lieben da. Die Nachbarschaft muss wieder abrücken, ey. Oh, wir haben das gefangen. Das ist ja sehr schön.
Wir haben tatsächlich etwas gefangen. Einen Salmler. Okay, du willst noch einen fangen, Kind? Ja gut, mach das. Vielleicht geht es jetzt ein bisschen besser. Oh Gott, ich habe ewig nicht die Sims gespielt. Ich habe hier diverse Probleme mit der Kamera. Aber ich glaube, das haben viele Leute, ne? Probleme hier mit der Kameraführung. Na komm, Janiqua, einen noch. Nee, keinen mehr. Keinen Fisch mehr. Na komm her. Dann, nee, hör auf. Dann hör auf. Dann werden wir uns nämlich direkt jetzt hier hinten mal an die Werkbank stellen. Und werden etwas herstellen. Ah, ein Messerblock, okay. Ja, okay, dann ist ja gut, dass ich ein bisschen Geld da habe. Wenn sie hier die Sachen bezahlen muss. So, Geschicklichkeitsfähigkeit erworben schon mal. Alter. wie mit einem Hackebeil. Was? Thank you? Die prügelt hier auf das Ding ein. Es ist ja unfassbar. Kind. Bist du sicher, dass das ein Messerblock wird? Ja, mess noch mal nach. Jetzt ist es weg. Hast du gepupst? Was? Er holt schon eine Zeit? Sie hat irgendwas gemacht. Okay, ich glaube. Ja, dann machst du gleich noch mal hier Pferdeskulptur. Dann muss ich jetzt mal gucken. Lach nicht so dämlich. Ach, hier. Messerblock. Cool. Den könnten wir dann auch verkaufen, ne? Könnten ein bisschen Geld machen. Aber okay, wir werden das erstmal hier schön aufheben. Und den Fisch können wir dann eigentlich auch bald kochen. Du musst dann mal pullern, ne? Komm, mach mal hier die Skulptur noch fertig. Und dann schicke ich dich dann erstmal hier irgendwo ins Gebüsch. Ja, ja, Kind. Du musst pieseln. Ja, finde ich übrigens sehr nett, dass hier Büsche aufgestellt wurden. Damit wir hier pieseln können und uns hier nicht so einnässen müssen. Ja, rein da. Sieht keiner, Kind. Es sieht keiner. Stinkst du oder der Baum? Busch. Ich glaube, der Busch, ne? Guck mal her, dann kannst du doch gleich noch mal hier Pferdeskulptur. Die möchte ich mir doch mal angucken. Oh, die ist aber schick, ne? Die sieht schon richtig gut aus. Muss ich ja mal sagen. 20. Okay. Also sie macht das schon ganz ordentlich. So, und dann könnten wir eigentlich gleich... Was war das jetzt? Ja, du kriegst Hunger, ne? Was? Bongo-Trommeln? Was möchtest du denn hier? Einen Witz erzählen? Ja, den kannst du dir selber erzählen. Hör mal, du möchtest einen Fisch fangen. Ja, das können wir doch nochmal gerade einrichten. Du hast doch schon wieder Hunger. Hier, komm. Geh gleich nochmal angeln. Ich weiß ja nicht, wie nahrhaft so ein einzelner Fisch jetzt hier ist für dich. Aber ich hätte gerne lieber zwei. Nur für den Fall. Jo. Okay, ihr Lieben, es läuft, wie ihr seht. Guck mal, da haben wir schon Level 2. Geschicklichkeit auch. Gartenarbeit sind wir dran. Ist die Frage, wie oft kann ich hier an den Bäumen was machen? Also derzeit ja gerade nichts. Nein. Einen Profigärtner engagieren. Aus lauter Verzweiflung könnte ich das tun. Komm, Janiqua, fang noch bitte einen Fisch. Oh, was hast du da gefangen? Einen Koi? Oi. Ja, nicht schlecht, Fräulein, nicht schlecht. Sie hat mal einen Koi gefangen. Hier, kann man Kois essen? Ich habe keine Ahnung. Noch ein Koi. Wow, also sie macht das gut, oder? Dafür, dass wir damit gerade erst angefangen haben. Ja, gut, den Seetang kannst du wieder reinschmeißen. Wie sieht's denn aus? Es ist 8:30 durch. Na komm, einen Versuch gebe ich dir noch. Und schon Level 3 der Anglerfähigkeit. Und wir können jetzt sogar schon mit Ködern angeln. Das ist ja nett. Weißt du was, Janiqua? Hör mal auf zu angeln. Ich finde, du hast dir jetzt hier ein leckeres Essen verdient. Komm mal her. Mach mal hier das Feuer an. Weil was nutzt die ganze... hallo? Bitte. Würdest du dich bitte nicht abfackeln, Fräulein? Geh mal ein Stück weg dann aber auch. Ja, du kriegst gleich Simsay. Können wir jetzt hier...
grillen. Gegrillter Fisch. Ja, wunderbar. Seht ihr mal. Dann machen wir das. Welchen Fisch hast du jetzt genommen? Ich habe keine Ahnung, was isst sie denn da jetzt? Ach, diesen Salmler, ne? Kann das sein? Ich glaube. Ah, das wird bestimmt voll lecker. Hast du dir verdient. Und die Kochfähigkeit kriegen wir hier auch. Er ist ja super. Es läuft ja. Wie lange muss der jetzt so? Hast du den jetzt in die Luft geworfen? Shaniqua, man spielt nicht mit Essen. Und man wirft es nicht in die Luft. Und schon gar nicht, wenn man eigentlich nichts zu essen hat. Ja, ich glaube, wir müssen hier mal nachlegen, oder? Holzscheit hinzufügen. Ach so, das stellt sie aber hinten an. Gott, kriegst du denn jetzt deinen Fisch hier fertig gebraten? Hör mal. Also wird er nie durch, Kind. Jetzt mal wirklich. Ja, dann gibt es halt Sushi, ne? Oh, sie hat ihn fertig gekriegt. Super. Ja, dann ess jetzt erstmal was. Oh, das sieht aber gut aus. Das sieht aber gut aus. Und sie hat sich anscheinend da auch sogar noch irgendwie. Das sieht ein bisschen aus wie eine Zitronenscheibe oder ein Blatt Salat oder irgendwas. Ja, und sie tropft von Cupcakes. Nein, Kind, hier wird es erstmal nur Fisch geben, eventuell Obst. Wenn du Glück hast und das richtig machst, ne? Ja. Die alte Grinsekatze hier. Jetzt ess den Fisch aber auch. Ach, die Sims halten sich immer furchtbar lang mit dem Essen auf, oder? Also in der Zeit kann man beim Zugucken verhungern. Aber das stillt ganz ordentlich ihren Hunger, ne? Das ist in Ordnung. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, junge Frau. Ja, wenn du dann mal aufgegessen hast, dann brauchst du hier eigentlich auch kein Feuer mehr nachlegen, würde ich sagen. Dann werden wir das hier löschen. Und dann, Fräuleinchen, was machst du jetzt? Genau, was machst du mit dem Teller? Ja, der Teller wird dann einfach mal schön mitten in die Pampa gestellt. Ne? So, weißt du was? Du kannst jetzt eigentlich Wildnisratgeber lesen. Wollen wir das mal machen? Wenn wir den schon haben. Ich nehme mal den Teller. Ich werde dann halt hier die Insel aufräumen. Habe ich den da jetzt richtig reingemacht oder habe ich den hier im Gebüsch versteckt? Nein, ich glaube. Ich glaube, er ist weg. Wunderbar, weil das möchten wir ja nicht hier, ne? Die schöne Landschaft verunstalten, Kind. So, sie liest jetzt ihren. Was ist denn das hier? Was ist denn das? Da liegt ein Päckchen. Lag das schon immer da? Ja, ich glaube, das gehört zur Insel. Oh, jetzt habe ich gedacht, da hätte uns einer ein Geschenk hingeworfen. So einmal hier quer übers Meer. Janiqua, was ist denn hier los? Arm verbrannt? Och Gott. Jo, was hältst du deinen Arm auch da rein? Ich hoffe, du lernst das. Was? Verpasst das exklusive Interview mit Ranger Jim nicht? Er berichtet von seinen Erlebnissen mit den seltenen Chilp-Chilp, das tief in den Wäldern von Granite Falls zu finden ist. Weißt du was, Chaniqua? Du bist müde. Du gehst jetzt mal schön Schlummerchen machen. Genau, mach mal nicht so schnell Schlummerchen, da kommt ja keiner hinterher. So, dann wollen wir mal gucken. Ja, dann kann sie direkt morgen früh gleich wieder auf die Toilette, denke ich. Bei Sozial bin ich ja mal sehr gespannt, was wir da mit ihr machen. Weil wir haben ja hier niemanden. Ja, Hygiene müssten wir mal dann wahrscheinlich da hinten irgendwie versuchen abzudecken an dem Waschbecken. Aber ja, okay, ihr Lieben. Also, Bergbänkeln, Fischen und Dingens. Dingens. Das habe ich vergessen. Ach so, Gartenarbeit, genau. Die drei Sachen. Darauf wird es erstmal hinauslaufen, die nächsten Folgen, damit wir hier unser erstes angespültes Objekt bekommen. Und ich würde sagen, wir lassen Shaniqua, das arme Schwein, jetzt mal hier in Ruhe schlafen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Und bis dahin, eure Trin.